ist mein erster Gast und zwar die liebe Schmunzelfee. Und zwar ist die eine RPG-Let's-Playerin auf dem PC und ich habe zu dir einige Fragen. Und zwar erstmal, wie geht's dir und wie gefällt dir momentan die Gamescom? Mir geht's voll gut und mir gefällt auch alles, aber ich muss mal ganz schnell meine Tasche retten, weil der Erste, der dahinter greift, klaut sich die Tasche und denkt sich, ha, geiles neues iPhone. So. Also ich war schon Mittwoch hier auf dem Fachbesuchertag, da war super ruhig. Mhm. Heute ist mega voll. Ich kam da hinten diese Rolltreppe runter und dachte so, WTF, es sind so viele Menschen, es ist so laut, es wird jedes Jahr voller, es wird jedes Mal lauter, aber jedes Jahr sind geilere Leute da. Heute das Let's Player-Treffen ist einfach nur geil und ja, ich freue mich hier zu sein. Welche Spiele hast du denn schon mal angesehen oder angezockt und von welchen Spielen bist du sehr beeindruckt und sagst, oh, die könnte ich mir doch mal kaufen? Ich habe schon Borderlands 1, ha, das habe ich auch zu Hause gespielt, aber Borderlands 2 habe ich angezockt, richtig geiles Game. Habe ich leider mit Konsolensteuerung spielen müssen, bin ich nicht ganz so versiert. Ich bin eher so, hey, Maus und PC, das ist so meine Welt. Aber dann habe ich angezockt, am PlayStation Portable Stand habe ich einiges angezockt, so diese kleinen auch Android-Spiele und sowas, ne, habe ich auch viel angezockt, einfach weil ich drauf stehe und mir denke, vielleicht kaufe ich mir bald mal irgendwie so ein, wie heißen die Dinger? Ich bin Let's Playerin und weiß nicht, wie diese Table-PCs heißen, egal. Diese Touch-PC-Teile. Ja, die wissen das schon. Ich bin voll technisch versiert. Ich weiß aber, wie teuer die sind und wo man die bekommt. Das ist das Wichtigste. Es sind einige Publisher und Hersteller nicht dabei, wie zum Beispiel Nintendo und Microsoft. Vermisst du das irgendwie? Oder sagst du dir, gut, die haben momentan nicht so gerade die größten Spiele oder die größten Software-Neuheiten und können doch mal den Tag, also die Gamescom, auf diese Gamescom verzichten? Also was heißt, Nintendo ist nicht hier oder die Leute sind nicht hier? Wii ist ja schon da. Ich habe zum Beispiel Wii U Zombies gespielt, Zombie U oder wie das heißt. Das ist ein mega geiles Spiel mit diesem Wii-Pad, was es jetzt gibt, ne? Richtig geil, der eine schickt dann die Zombies zu dem anderen, der andere muss kämpfen. Ein super Partyspiel, finde ich richtig geil. Deshalb, also Wii ist ja schon da, aber was ich vermisse, ist dieser riesen Nintendo-Stand. Deshalb hat YouTube ja jetzt auch eine eigene Halle gekriegt quasi, ja, weil die alle nicht da sind. Sega ist nicht da, was ich jetzt persönlich nicht schade finde, weil es ist eh jedes Jahr Sonic. Tut mir leid, ist aber leider so. Da sage ich gar nichts zu. Ne? Finde ich toll, das Spiel. Knickknack. Ja. Aber was ich schade finde, ist einfach, dass die kleinen Besucher dieses Jahr, die Nachwuchsgamer quasi, überhaupt nicht so die Plattform haben, weil Nintendo nicht da ist. Und da sind ja immer kleine Sachen. Ich meine, die haben zwar so ein paar Wiis da stehen, wo man ein bisschen zocken kann mit den Kleinen, aber dieses Jahr lohnt sich das nicht so wie sonst. Da war riesiger Nintendo-Stand, alle Kleinen konnten da hingehen, dieses Jahr leider nicht. Sehr schade, Nintendo, sehr schade. Also ja, kann man leider nichts ändern, weil ich denke mal, Nintendo hat selber vielleicht ein paar Probleme, gerade mit den Schuldensachen für dieses Jahr. Ja, zur Gamescom nochmal selbst. Gamescom ist ja dieses Jahr wirklich sehr basiert auf mobiles Gaming und halt im Browser-Game. Ist das eigentlich eine neue Revolution vom Gaming oder sagst du dir, es gab schon, aber jetzt ist es nochmal richtig verbessert worden und braucht jetzt nicht mehr verbessert zu werden? Was heißt eine Revolution des Gamings? Ich sag mal, das gab es ja früher schon. Wenn ihr ein altes Nokia hattet, hattet ihr Snake, ja? Das, was wir jetzt haben, ist einfach nur eine neuere Version. Ein bisschen bunter, ein bisschen schneller, ein bisschen cooler. Man kann es überall spielen. Die Handys halten jetzt länger durch. Was ich cool finde, ist diese ganzen Sachen fürs iPad und so, weil man sich einfach zwischendurch, auch wenn man vielleicht im Büro sitzt und wenn ihr arbeitet oder so, oder auch so in der Schule mal zwischendurch damit beschäftigen kann. Und wenn es dann coolere, komplexere Spiele gibt, ist das auch nicht schlecht, die man zwischendurch pausieren kann, später wieder weiterspielen kann. Das ist schon geil, aber ich denke nicht, dass das auf jeden Fall irgendwie PC-Gaming oder Konsolen-Gaming überflügeln wird. Definitiv nicht. Ne? Dankeschön, da hast du mal mir meine Worte aus der Seele rausgesprochen. Und zwar bin ich nämlich ein sehr bewundernswerter Konsolenspieler und jetzt kommen wir zu deinen Sachen mit Let's Plays. Du bist ja jetzt schon seit 2 Jahren Let's Playerin, genau. Und du machst RPGs. Wie hast du dir damals das System ausgedacht, dass du RPGs nimmst oder andere Art von RPGs spiele? Also ich mache ja vorzugsweise Shooter-RPGs, weil zum Beispiel Mass Effect habe ich jetzt gemacht, Dead Space 1 und 2, mein Steckenpferd, Dead Space 3 werde ich auch spielen. Ja, das war gruselig mit Facecam dazu, war richtig geil. Also ich habe mir das einfach ausgesucht. Mittlerweile bin ich ein bisschen auf Adventures umgestiegen, hast du vielleicht gemerkt. Ja. Und Indie-Games, weil ich finde, dass das auch eine Plattform braucht. Und dass sehr viele Indie-Hersteller einfach so wenig Plattform haben, weil die Leute auch gerade wegen Steam, die haben zwar die Chance, aber das Problem ist einfach, wenn die Leute sich ein Indie-Spiel angucken, das kostet 20 Euro, ne? Ja. Und das hat noch keiner Let's Played oder so, dann denken die sich, boah, 20 Euro für ein Indie-Game ist ganz schön teuer, das geht ganz schön ins Geld, kann ich mir nicht leisten. Aber wenn dann einfach jemand da ist, der sagt, hey, ich teste das für euch, ich habe jetzt auch eine neue Rubrik, die heißt Abonnenten schenken, die dürfen mir dann auf Steam Games schenken, die unter 5 oder unter 10 Euro kosten, ne?
Saugute Idee. Und dann stelle ich die einfach mal vor, weil ich finde, dass Indie-Hersteller sowas auch verdient haben. So Firmen wie EA und so weiter, die kennt ja jeder, ne, BioWare. Aber so Firmen wie Airtight Games, die Quantum Conundrum gemacht haben und sich jetzt Square Enix einfach geholt haben als großen Publisher, ja, die kennt keiner, leider. Die kennt keiner. Ja, das ist auch das Problem, weil die Großmärsche natürlich viel Werbung machen für solche Spiele. Aber nochmal kurz dazu zu den Ausstellern, die nicht da sind. Ich finde es dann nämlich gut, dass die kleineren Aussteller, die jetzt hier sind, ebenso Leute wie die kleine Indie-Games machen, dass sie eine größere Plattform haben. Und das finde ich gut. Und deshalb finde ich es gut, dass die vielleicht nicht hier sind. Ja, für den einen Vorteil, für den anderen natürlich ein Nachteil. Das ist klar. Das ist in der Gesellschaft so. Das war mir. Ja, das ist wirklich so. Wir machen nicht mehr lange. Und zwar jetzt zum Let's Play. Was ist das Wichtige an Let's Play? Das Commentary oder das Spiel? Muss da eine gute Mischung zusammen sein? Oder kann auch sein, dass das Spiel scheiße ist, aber der Kommentar sehr gut ist? Das Wichtigste in erster Linie sind erstmal die Fans, die Abonnenten, obwohl nicht jeder Abonnent auch gleichzeitig Fan ist. Das ist das Wichtigste, weil ohne die sind wir Let's Player überhaupt nichts. Aber ich finde, was sehr wichtig ist, ist, du kannst noch so ein schlechtes Spiel haben. Ich nehme dazu immer als Beispiel meinen geschätzten Let's Player-Kollegen Gronkh. Hey, alles fit bei dir. Der hat zum Beispiel den Landwirtschaftssimulator oder was hat der Müllabfuhrsimulator gespielt und das war einfach nur genial oder diesen Gartensimulator und das ist ja wirklich so sehr interessant. Also ich mag dieses Spiel wirklich, aber es ist jetzt nichts für mich. Ja? Aber das hat er gut gestaltet. Und dann gibt es Leute, die spielen zum 100. Mal Skyrim, was wirklich ein richtig geiles Spiel ist. Aber das Commentary ist lahm. Das Wichtigste ist bei einem Let's Play, dass du selber bist, also dass du derjenige bist, der du bist und du einfach reingehst und sagst, wenn du Power hast, hey! Und dass, wenn du halt keine Power hast, dann hast du andere Qualitäten, die zählen. Deshalb mögen dich deine Fans. Einen schönen Dank, das war sehr informativ. Was möchtest du noch zu den anderen Let's Player oder zu kleinen Let's Playern sagen? Meinst du, die haben noch eine große Chance, ein bisschen berühmter zu werden, dass sie so um die 1000 Abonnenten bekommen oder wird es sehr schwer sein in dieser Zeit? Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr anfangt, macht es bitte nicht mit Minecraft. Bitte, bitte. Ich spiele zwar auch bei der Minecraft-WG, aber ich mache das nur nebenbei. Solche Sachen wie Skyrim, Dead Space auch oder Sachen, die jeder schon 100-mal gespielt hat, das sind keine Einstiegsprojekte. Sucht euch Indie-Games, sucht euch Spiele mit, die noch keiner gemacht hat. Ich habe mit Zanzara und Black Sails einem Adventure angefangen. Sucht euch irgendwas, was euch einzigartig macht, wo die Leute denken, boah geil, nicht das 1000. Mal Zelda, nicht das 1000. Mal Sonic. Irgendwas ganz Kleines und die Leute werden euch mögen und seid einfach so, wie ihr seid und überzeugt die Leute. Und habt keine Angst, größere Let's Player anzusprechen. Wir sind auch für euch da, ja, und wenn ihr Angst habt oder euch irgendwas nicht traut, sprecht uns an, schreibt uns eine PN, wir antworten auf jeden Fall total gerne. Und nur weil wir groß sind, heißt das nicht, dass wir die Oberengel sind, ne? Auch wenn dass einige ihr die sich so verhalten. Bosse seid, aber das seid ihr nicht. Ihr seid alle Menschen, sehr nett und ich fand wirklich, dass du dir echt Zeit genommen hast für das Interview. Vielen Dank. Kein Problem. Schon zu viel? Dann würde ich mal sagen, Dankeschön für das Interview. Dann sehen wir uns mal vielleicht später nochmal. Dankeschön, klar.